Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Black. Ich bin noch auf Volt, mit Betonung auf noch, denn es sieht so aus, als würden wir heute mit der Tempest mal wieder ins All starten. Ich denke, das ist notwendig. Hier, hey, Pathfinder. Ja, mit der Dame haben wir schon geredet. Passen Sie auf sich auf. Aber die Pilotin keine hat nichts Neues. Wo bleibt denn da der Spaß? Ja, das ist ihr Standardspruch. So, nun gut, wir hätten hier... Schicken wo ist er denn? Sie Telesso nochmal los. Nein, warten Sie. Das wäre Ihr dritter Flug diese Woche. Schicken Sie jemand anderen. Genau, machen Sie das. Und Pyria, du bist dran. Pathfinder, meine Späher haben mir von Ihrer Begegnung mit dem Architekten berichtet. Ich habe einige gute Leute an dieses Ding verloren. Bohrtechniker, die dort eine Expedition durchgeführt hatten. Ja. Es muss schwer sein, Leute zu verlieren, die unter Ihrem Kommando standen. Es war mein Fehler. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass Sie so weit draußen suchen. Ich bin dafür verantwortlich. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass der Rest meiner Leute in Sicherheit ist. Dank Ihnen. Ja, haben wir doch gerne gemacht. Ich habe Ihre verschollenen Bohrtechniker gefunden. Sie haben es nicht geschafft. Ich werde ein Team damit beauftragen, die Leichen zu bergen. Sie verdienen eine anständige Bestattung. Und Pathfinder? Danke. Ja, gerne. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Kommen Sie wieder, falls Sie etwas brauchen. Sicher, aber nicht jetzt. Wir haben erstmal genug von Eisblöcken. So. Denn es wird langsam Zeit, wirklich mal schön ins Warme zurückzukehren. Von dem kalten Planeten raus ins kalte All. Aber in dem warmen Raumschiff, das ist wichtig. So, der Nomad wird von alleine eingeparkt. Das brauche ich jetzt nicht machen. Vetra, parkst du ein? Dankeschön. So, also rein. Flüff. Planeten verlassen. Juhu! Heißt natürlich, es wurde heute wieder Zeit für ein paar Gespräche, denn da wird sich doch ein bisschen was getan haben auf der Tempest, denke ich mal. Schauen wir mal. Da sind wir. Bibi hat gesagt, dass sie mit ihnen reden will. Schildregenerator an einer Forschungsstation herstellen. Ist schon abgeschlagen, warum auch immer. Aufbesserung des Nomad-Schilds. Pibi will mit mir reden, das kriegen wir auch hin. Aber zuerst mal, wenn wir hier schon mal sind. Kello, gibt's was hier? Verdammt nochmal! Sie können doch nicht einfach die Arbeit von 10 Stunden ruinieren! Ich musste es tun. Ihre Umgestaltung kann zu ungleichmäßiger Energieverteilung auf den Decks führen. Ein Problem, das wir damals zu Hause schon gelöst hatten. Aber die Effizienz hat sich verdoppelt. Nur weil es nicht zu Ihren heiligen Spezifikationen passt. Jetzt schon. Wie sagen Sie immer so schön? Finden Sie sich damit ab. Kello? Ich weiß, aber lassen Sie sich hiervon bitte nicht ablenken. Ach, Leute. Was kann ich für Sie tun? Was halten Sie vom Rest der Crew? Ich muss zugeben, Gil irritiert mich ziemlich. Ständig baut er Systeme um, anstatt sie einfach zu warten. Er macht eben alles gerne auf seine Art. Aber das muss ja nicht richtig sein. Was halten Sie vom Rest der Crew? Liam ist schwer in Ordnung. Nur wenige Menschen haben so viel Energie. Aber wahrscheinlich hätte ich ihm nicht sagen sollen, dass wir in der Waffenkammer Geheimfächer haben. Seitdem sucht er danach. Was halten Sie vom Rest der Crew? Dr. Taparo scheint nett zu sein, wenn auch sehr ruhig. Es ist hier bestimmt ganz anders als auf der Hyperion. Weniger Leute im Stasis-Schock. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Was halten Sie vom Rest der Crew? Angesichts von Drakes Erfahrungen mit Salarianern gehe ich ihm wohl besser aus dem Weg. Was schade ist, sein Grunienbraten riecht ganz vorzüglich. Was halten Sie vom Rest der Crew? Ich mag Peeby, aber ich kann nur hoffen, dass sie sich nicht mal versehentlich gegen den manuellen Auslöser der Rettungskapsel lehnt. Ist das so einfach möglich? Es ist eine Rettungskapsel. Wenn die Benutzung kompliziert ist, hat man sie falsch konzipiert. Stimmt, allerdings. Was halten Sie vom Rest der Crew? Vetra ist sehr freundlich. Sie hat mir sogar Snacks aus getrocknetem Seetang besorgt und gesagt, ich dürfe nicht vom Fleisch fallen. Ja, was halten Sie vom Rest der Crew? Was halten Sie vom Rest der Crew? Mit Cora rede ich nicht viel. Sie wirkt immer so beschäftigt. Ich würde Sie gerne ein paar Dinge über Ihren Vater fragen, aber irgendwie ist nie der richtige Zeitpunkt. Was halten Sie vom Rest der Crew? Joel stellt jede Menge Fragen über das Schiff. Ich habe ihm ein paar technische Handbücher gegeben. Er hat sie geradezu verschlungen. Ich sollte ihn zu den angaranischen Schiffen befragen. Die wurden immerhin dafür entwickelt, gegen diese verdammte Geißel vorzugehen. Was halten Sie vom Rest der Crew? Wenn ich noch mehr plaudere, bekomme ich Ärger.
Was halten Sie vom Rest der Lalalala. Crew? Wenn ich noch mehr plaudere, bekomme ich Ärger. Dann sind wir da durch. Übrigens, ihr seht schon, es ist einiges nicht mehr ausgegraut, weil es bei manchen Fortsetzungen gibt. Momentan ist da halt gerade keine. Deswegen, aber es könnte wahrscheinlich was kommen. Deswegen ist das immer noch, wie es ist. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. Ihr Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche, der uns durch den Orkusnebel gebracht hat. Der Kern speichert die von ihm erzeugte statische Elektrizität in Kondensatoren. Im Prinzip sind wir unsere eigene Energieversorgung. Serena und Tion haben Wochen gebraucht, um das in einem kleineren Schiff hinzukriegen und sich dabei auch den einen oder anderen Stromschlag eingefangen. Heißt im Klartext, wenn wir durchs Schiff laufen, treiben wir damit das Schiff an? Cool, dann laufe ich mehr. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. Unser Raumfahrttechniker war Tion Ada Vasmoray, ein Quarianer und absolut furchtlos. Einmal kam ihm ein Schrotthändler auf Omega mit der Wir verkaufen nicht an Quarianer-Nummer. Tion hat ziemlich schnell eine andere Lösung gefunden. Was hat er gemacht? Er hat Memory-Schaum an seinen Umweltanzug geklebt und sich bei der Verhandlung gegen den Antriebskern gelehnt, den er haben wollte. Ganz lässig. Danach hatten wir eine perfekte Form der Komponenten und der Schrotthändler hatte nichts davon mitgekriegt. Oder so? Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. Das Glas an Bord ist eigentlich ein durchsichtiges Gemisch aus Oxiden und Nanofasern. Es verbiegt sich, anstatt zu zerspringen. Wie viel hält es aus? Immerhin sind wir nur eine Armlänge vom völligen Vakuum entfernt. Wir haben Tests mit drei betrunkenen Kroganern mit Vorschlaghämmern und einem Rambock von C-Sicherheit durchgeführt. Das Zeug ist stabil. Das ist gut. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. O'Connell, unser Systemdesigner, hat ein Modell für die Energieverteilung im Schiff entworfen und installiert. Aber er hat vergessen, sein Terminal zu sperren und wir haben es ein wenig verbessert. Der arme O'Connell war 2 Tage lang überzeugt, dass das Einschalten sämtlicher Lichter im Badezimmer den Maschinenkern überlastet. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. Im Moment weiß ich nichts mehr. Tut mir leid, Sie müssen selbst für neue Geschichten sorgen. Gut, ich find's gut, dass man... Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Ja. Sie wissen, wo Sie mich finden. Auf jeden Fall. Ich finde es wirklich gut, dass man ab und zu auch mal, sagen wir mal, noch ein paar Updates bekommt und dass die jetzt auch angezeigt werden. Das war vorher schon der Fall. Die waren alle schon da, wurden aber nicht richtig angezeigt. Jetzt die Stellung ist deutlich zurückgegangen und ich kann offenbar auch wieder normal sprechen. Gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Und denken Sie daran. Ausschließlich kalte Nahrung und Flüssigkeiten. Nichts Scharfes. Na, nichts Scharfes. Danke, Lexi. Stimmt etwas nicht? Haben Sie sich verletzt? Ach was, alles in Ordnung. Ich hatte nur eine Entzündung der Mundschleimhaut. Sie war ziemlich unangenehm, aber letztendlich vollkommen ungefährlich. Ich... Was? Sagt Ihnen der Begriff Lecktest etwas? Früher, bevor es tragbare Scanner gab, haben Wissenschaftler auf der Erde diesen Test bei der Feldforschung eingesetzt. Sie konnten dadurch Gestein von Fossilien unterscheiden und sich einen grundsätzlichen Eindruck von ihrer Mineralzusammensetzung verschaffen. Sie haben einen Stein abgeleckt, oder? Oh, ich war abgelenkt und hatte vergessen, dass es ein Stein aus Helios war. Ich mache sowas vollkommen unbewusst. Als ich noch klein war, bin ich oft mit meinem Vater auf Expeditionen gegangen. Der Lecktest war dabei ein wichtiger Bestandteil. Mein Vater hat mir den Spaß an der Wissenschaft vermittelt. Ihre Mutter war doch auch Wissenschaftlerin, nicht wahr? Ja, das stimmt. Sie hatte sich auf Biotikforschung spezialisiert. Angefangen hat sie aber als Ärztin. Ich habe all ihre Forschungsarbeiten gelesen. Und die ihres Vaters. KI und Implantate. Sie haben in so kurzer Zeit so unglaublich viel erreicht. Sam ist eine erstaunliche Schöpfung. Ich habe meine Eltern zu Hause zurückgelassen. Sie sagten mir, wie stolz sie auf mich sind. Und sind dann irgendwann gestorben, während ich geschlafen habe. Ich an Ihrer Stelle wäre auch stolz auf Sie gewesen. Sie sind im Namen der Wissenschaft hierher gekommen. Und dafür braucht man Mut. Klar, ein bisschen verrückt muss man auch sein, aber vor allem mutig. Ich bin mir sicher, das wussten Sie. Danke, Ryder. Das hat gut getan. Gern geschehen. Ja, auf jeden Fall. Die Cat-Genetik widerspricht allem, was wir kennen. Sie bestehen aus Teilen unterschiedlicher Spezies und sind doch durch und durch Cat. Es ist bizarr, erschreckend und gleichzeitig faszinierend. Sehen Sie es mal so. Während Sie in Ihren Genen herumstochern, machen die Cat vermutlich gerade dasselbe mit unseren. Na, vielen Dank auch. Jetzt werde ich nie wieder ruhig schlafen können.
Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. So, okay, Pipi will auf jeden Fall mit uns reden, das werden wir tun. Kello, hast du nochmal eine Nachfolge? Was kann ich für sie tun? Nein, hat sie nicht, okay. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ja, selbstverständlich. E-Mails? Ah, zwei. Seltsamer Woldstein. Pathfinder, dieser Stein, den Sie gefunden haben, ist wirklich außergewöhnlich. Soweit ich sagen kann, ist er das Überbleibsel eines Meteoriten, der durch die Geißel durchquert hat, ehe er auf Wold niedergegangen ist. Dadurch wurde er mit einer ähnlichen Ladung versehen. Die Anwesenheit von Helios in heimischen metallischen Elementen innerhalb des Steins könnte einen solchen Transfer ermöglicht haben. Ich weiß nicht, warum die Adi so darauf reagiert haben. Ich habe ihn in einer bleiisolierten Kiste verpackt. Er macht mir Angst. Sagt Chief Lucan. Ja, okay, kann ich verstehen. So, an Ryder von Ephra. Sie hatten also eine alte angarianische KI in den Händen und haben sie zerstört, um ein Angara-Leben zu erretten? Eine schwere Entscheidung, die sie im Eifer des Gefechts treffen mussten. Ich unterstütze das. Ich hätte genauso gehandelt. Diese frühere Sklavin hat eine Familie, die sie für Tult hielt. Ich habe ihnen ein großes Geschenk gemacht. Okay. Warte nochmal. Diese frühere Sklavin hatte eine Familie, die sie für Tult hielt. Ich habe ihnen ein großes Geschenk gemacht. Achso, die Sklavin der Familie hatte das Geschenk gemacht. Ich dachte, uns. Aber ist ja nicht groß geschrieben. Die Meinung auf Aya ist dazu geteilt, aber ich vermute, dass ihnen niemand ins Gesicht sagen würde, oder dass ihnen das niemand ins Gesicht sagen würde. Ich finde solche Debatten erfrischend. Wir sind nun mal ein komplexes und emotionales Volk mit verschiedenen Standpunkten. Großartig. Nun gut. Okay, E-Mails hätten wir, dann gehen wir direkt mal zu PB, die wohl da ist. Nichts da. Hier wird nicht gelinst. Ich gebe meinem persönlichen Projekt gerade den letzten Schliff. Sagten Sie nicht, es sei auf der Nexus? Ist es auch. Ich vervollkomme hier nur die letzte Komponente. Oder genauer gesagt, ich versuche es. Verschiedene Crewmitglieder haben mir ihre Hilfe angeboten und ich habe jedes Mal höflich abgelehnt und sie nach draußen begleitet. Also danke, dass Sie dieses bedeutende Stück Reltec geborgen haben, aber hören Sie bitte auf rumzuschnüffeln. Ich kann nicht anders. Schon gut, schon gut. Ich bin von Natur aus neugierig. Und ich bin mir sicher, die Crew möchte einfach nur Freundschaft schließen. Neugier ist gut. Sie steigert die Vorfreude. Und das mit der Freundschaft überlasse ich Ihnen. Das ist nichts für mich. Hören Sie, es ist bestimmt schwierig, der Pathfinder zu sein und trotzdem nicht alles wissen zu können. Aber es gibt so vieles, was niemand außer Ihnen vollbringen kann. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass sie absolut einzigartig sind. Das stimmt allerdings. Sie haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Stimmt, aber ich habe eine lebhafte Fantasie. Und ich freue mich darauf, mehr zu erfahren. Aber keine Ablenkungen mehr. Wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind, wird mein Projekt abgeschlossen sein. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Jetzt muss ich Sie allerdings bitten, mich wieder meiner Arbeit zu überlassen. Okay, Pipi auf dem Apartment auf der Nexus treffen. Ah, klingt interessant. Sonst noch was? Hi, was liegt an? Ja. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Ach, guck mal einer hier, das ist verschwunden. Okay. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Jo. Ich spreche Sie nochmal ganz kurz an. Ich will wissen, ob das Flöten dauerhaft verschwunden ist oder ob es jetzt wieder da ist. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar, was gibt's? Nichts. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Ja, gut, okay, dieses Gespräch ist damit durch. Wir können sie auf der Tempest in ihrem Quartier besuchen. Ja, schauen, was wir da so anstellen. Ich meine, ja, werden wir natürlich tun, ganz rein professionell als Captain zu Kapitän und so und überhaupt. So, Treppe runter, whoop. Hey Charles, gibt's mit dir irgendwas Neues? Die Roka gehen nach Kadara und rekrutieren die Verzweifelten.
Ich habe gehört, wie ein Anwerber der Roker seine Magie wirken ließ. Er hat sogar mich überzeugt. Oha. Ja, sonst gibt es hier wohl nicht mehr, oder? Kann ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Nee. Okay, belassen wir es dabei. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen? Okay, belassen wir es dabei. Bis später, Joel. Ja, hatten wir offensichtlich schon alles. Stärke und Erfolg. Dankeschön. So, da Liam direkt dahinter steht, werden wir uns den auch gleich mal vorknüpfen. Hey! Pathfinder, tut mir leid, wenn unser letztes Gespräch irgendwie seltsam war. Ich habe das alles außer Ihnen noch niemandem erzählt und es hat sich gut angefühlt. Ja. Jederzeit, ja, wie gesagt, ich... Nee, ja, komm hier. Ich weiß, das Gespräch war sehr persönlich. Danke, dass Sie sich mir anvertraut haben. Sie sagen das, als hätte ich logische Entscheidungen getroffen. Vielen Dank. Das bringt mich auf die Idee, dass wir mehr zusammen machen sollten. Außerhalb des Schiffs. Auf dem Markt von Aya zum Beispiel. Ich kenne dort ein paar Leute und würde Ihnen gerne das ein oder andere zeigen. Aber in erster Linie wäre es ein freier Tag. Irgendetwas Vertrautes. Wie es aussieht, brauche ich das. Na gut. So, mit Tevetan auf Aya mit Liam sprechen. Okay. Auf Aya waren wir ja lange nicht mehr, da wird es mal wieder Zeit. Mentale Gesundheit. Realstress, okay. Ich glaube, das hatten wir schon. Kommen Sie auf die Krankenstation, wenn Sie Fragen haben. Oh, guck mal einer an, die Moschei. Sie haben noch Fragen. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Der Aufstieg ist also die Fortpflanzungsmethode der Kett. Wie haben Sie das erfahren? Sie sind stolz darauf. Sie haben uns willkommen geheißen und offen davon gesprochen. Wir wurden zu ihresgleichen. Für die Kett ist jedes andere Leben minderwertig. Sogar die Menschen, nehme ich an. Sie machen sich ganz schön Mühe, nur um Kettbabys zu produzieren. Ich nehme an, es ist zudem eine Möglichkeit für Sie, Ihre Evolution zu beeinflussen. Sie übernehmen nur Merkmale, die Sie für wertvoll halten. Und einzigartige Anpassungen, die Sie nicht selbst besitzen. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Kett schon andere intelligente Spezies zu Aufgestiegenen gemacht haben? Irgendwo? Sehr hoch, würde ich sagen. Der Kardinal sagte, sie hätte die DNA des Archons. Bedeutet das, der Kardinal war ebenfalls aufgestiegen? Aus Ihren Beschreibungen würde ich ableiten, dass Sie mehrmals aufsteigen können. Sie streben ständig nach Verbesserung. Und die DNA des Archons spielt bei all dem irgendeine Rolle. Aha. Es sah so aus, als würden einige Ihrer Leute dieses Kettgeschenk durchaus haben wollen. Sie sind direkt in diese Kapseln gegangen. Genau wie ich. Freiwillig. Frohen Herzens. Aber das ist Teil des Prozesses. Teil der Vorbereitung. Sie nennen das Reinigung. Unsere Systeme konnten sich dadurch nicht mehr verteidigen. Es war sehr schmerzhaft. Aber nach dem Schmerz kam ein wunderbarer Frieden. Wie eine Trance. Das war pure Transzendenz. Ich bin willentlich in diese Kapsel gegangen und kann es niemandem verübeln, dass er dasselbe getan hat. Ja, wie gesagt, eine Art Indoktrination, eine Art Assimilation, eine Art Gehirnwäsche. Sam hat so viel wie möglich aus der Einrichtung heruntergeladen. Wir haben genügend Material, um den Aufstieg eine ganze Weile lang zu studieren. Was ist in der Einrichtung vorgegangen? Es machte den Eindruck, als handle es sich um eine Religion oder einen Kult. Mag sein, aber nicht für Sie. Sie glauben wirklich, dass Sie uns ein Geschenk machen. Der Kardinal schien diesen Ort geradezu verzweifelt bewahren zu wollen. Die gesamte Einrichtung schien nur einem einzigen Zweck zu dienen, dem Aufstieg. Darum habe ich Sie auch gebeten, sie zu zerstören, trotz der damit verbundenen Opfer. Ich hoffe, es gelingt dem Widerstand, sie doch noch niederzubrennen. Aber ich vermute, die Kette haben den Schild bereits reaktiviert. Ja, sorry, aber wie gesagt, vielleicht wäre es langfristig das die taktisch kluge Variante gewesen, aber kurzfristig noch mehr Leute zu opfern. Wie lange waren Sie in der Einrichtung? Einige Tage.
Nach der Entscheidung des Archons, dass ich aufsteigen sollte, wurde ich alleine in die Einrichtung geschickt. Ich kam zu Gefangenen, die mir erzählten, wie sie entführt, in Lager gesteckt, analysiert und voneinander getrennt wurden. Analysiert? Bisher hatten wir nicht verstanden, warum einige von uns ins Sklavenlager kamen und andere einfach verschwanden. Der Archon hatte mich für den Aufstieg bestimmt, weil er mein Wissen wollte. Andere wurden vielleicht wegen ihrer Gene ausgewählt. Die Erwählten? Das ist natürlich nur eine Theorie. Ich bin schließlich Wissenschaftlerin. Aber eine gute. Ich lasse sie jetzt ausruhen. Moment, eins noch. Ich habe mit einer Wache gesprochen, einem früheren Widerstandskämpfer, der sich an mich erinnerte. Er beschrieb seine Vergangenheit, unsere Vergangenheit, ohne jede Emotion. Anscheinend bewahren die Opfer die Erinnerungen an ihr früheres Ich. Aber sie leben nach dem Aufstieg nur noch dafür, den Cat zu dienen. Träumt ihre Spezies? Manchmal. Ein Cat erinnert sich daran, ein Angara gewesen zu sein. Wie an einen Traum, den er lieber vergessen würde. Und das ist unvorstellbar. Isharei, Pathfinder. Wir werden sicher wieder miteinander sprechen. Ja, mit Sicherheit. Nun, wie gesagt, es ist schwierig. Wie gesagt, letzten Endes, natürlich, einerseits haben die ihre Wahl ja selber getroffen. Das mag ja schon alles sein. Allerdings eben doch nur durch Beeinflussung. Insofern wäre, sagen wir mal, gegen diese Fortpflanzungsmethode nichts einzuwenden, wenn es denn freiwillig geschehen würde. Und war wirklich freiwillig. Die Cats schreien förmlich nach mehr Ärger. Ich freue mich wirklich darauf, diesen Kerlen die Zähne einzuschlagen. Ich auch. Gehen Sie uns hin. Dann kriegen Sie einen Platz in der Warteschlange. Ja, das kriegen wir hin. Leute, wir sehen uns aber erstmal in der nächsten Folge wieder. Für heute ist Schluss. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.